Ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu Masters of the Universe Origins und zwar Repaints. Was sind Repaints und sind es bei Repaints oder Varianten? Also ist ganz einfach zu erklären. Fange ich mal am besten mit Beispielen an, so gesehen. Also das ist He-Man, muss ich nicht groß erklären, ist die Figur. Und die erste indirekte, das ist eine Variante, keine Repaints, von He-Man. Ich muss mit Platz machen hier, ist echt schön, die haben sogar stehen, das ist schön. Ist Faker gewesen. Faker ist aber ein Repaint, aber gleichzeitig eine Variante, aber auch eigener Charakter. Weil Repaint heißt nur, gleiche Figur nochmal rauszubringen, andere Farben und gut ist Repaint. Aber Faker ist ein eigener Charakter, deswegen ist es indirekt ist es ein Repaint von He-Man, weil ist die gleiche He-Man-Figur, andere Farben, aber auch eine Variante, weil die Rüstung ist von Skeletor, nicht von He-Man. Also kann man sagen, dass es könnte man theoretisch als Repaint-Variante bezeichnen, aber es ist kein Repaint und keine Variante, weil Faker ein eigenständiger Charakter bei den Masters of the Universe ist. Das ist Faker, wie gesagt. Ich liebe Faker, Faker ist cool. Und das Gleiche jetzt, ich habe He-Man als Beispiel genommen, Moment, bleib stehen, Faker, nicht umkippen. Gut, bleib schön stehen. Es ist hier Anti-He-Man. Anti-He-Man ist praktisch ein Repaint von He-Man, in schwarz und rot gehalten. Gleiche Zubehörteile, keine anderen, also gleiche Zubehörteile, nur Farbvarianten, das ist ein Repaint, aber es ist kein Repaint, weil es ja ein eigenständiger Charakter ist. Das heißt, die Figur ist eigener Charakter, Anti-He-Man, also es wäre theoretisch wäre es ein Repaint, aber es ein eigener Charakter ist, ist es ein eigener Charakter. Das ist irgendwie kompliziert, ich mache das ein bisschen. Fange ich mal anders an, jetzt mit Roboto. Mal ein bisschen Platz machen. So. Schlecht, den man hin kann, so gut sehen, so das Schwert im Bild, das ist auch schön. Moment, das ist immer so, ich mache immer spontane Videos. Schwert runter, so ist gut. Hier haben wir Roboter. Roboter ist normale Figur, das ist die normale Version davon. Jetzt wird es aber echt kompliziert mit den ganzen Figuren, das ist ein bisschen wackelig. So, bleib stehen, Roboter. Bei Roboter gab es da eine Mini-Comic-Version, die Mini-Comic hat das so ausgesehen. Das ist praktisch hier, wenn man so guckt, ist Roboter ein Repaint von den... Repaint Roboter, also Minicomic ist ein Repaint von Roboter. Einziger Unterschied ist, Rädchen sind auch anders. Das ist jetzt echt kompliziert. Die haben hier nur praktisch ist das gleiche Ding. Also die Rädchen sind bei dem hier grau, bei dem blau und rot. Arme sind gleich, alles gleich. Einzige, was sie gemacht haben, die haben hier so ein Herz innen reingemacht, Das ist die Frage jetzt, ist das jetzt eine... Ich würde sagen, das ist ein Repaint mit einem Herzchen drauf, wie gesagt. Das ist meiner Meinung nach ein Repaint. Ich mag die Figuren, wie gesagt, ich habe 2000X gesammelt. Ich fand die 2000X Repaints alle gut. Ich habe auch gehabt, die ganzen Repaints, fand ich echt cool teilweise. Ich dachte nur Beastman Repaint, Trapshow Repaint, ich habe die gemocht. Oder Merman Repaint, ich fand die Triclops Repaint, war auch gut gewesen. Ich habe alle gemocht, wie gesagt. Außer Disco Skeletor, habe ich gehasst. Also wie gesagt, das ist Mini-Comic und Roboter. Ich mag Comic und Varianten, ich mag die, wie gesagt. Also Mini-Comics und Repaints mag ich, wie gesagt. Geht es mal weiter. Ist mal dieses eigenständige Charakter. Das ist lustig bei Mattel, dass die da eigene Charaktere haben. Den Stab verloren. Schrecklich. Okay. Nächstes Beispiel ist Teela. Es gibt ja ein, das war die Standbase. Jetzt gerade zwei, weil es so wackelig ist. Standbase, komm hoch. Das sind... So, Standbase. Haben wir einmal Teela, die normale Version. Und die Queen Goddess. Die Queen Goddess ist aber wiederum... eigenständiger Charakter ist praktisch die Teela in einen grünen Ton gehalten. Gleiche Zubehör ist auch gleich behalten, nur halt, wie gesagt, das ist nur schöne Farbe. Das ist hier der Kranz, ist golden, das ist blau bei ihr. Das ist keine Repaint, indirekten Repaint, aber es ist ein eigenständiger Charakter, weil es ja ein eigenständiger Charakter ist, wie gesagt. Das ist jemand bei Masters, das habe ich gerade gemerkt, der mir alles der eigene Charakter, wo die andere Farben haben. So, das war Teela. Nächstes Beispiel, mal ein gutes Beispiel ist den hier. Das ist also ein eigenständiger Charakter. Hier haben wir Stratos, die normale Version, und den Mini-Comic Stratos. Das ist ein Repaint, würde ich mal sagen. Die Farben ist die gleiche Figur, gleiche Zubehör, nur die Farben sind anders. Der hat einen anderen Hautton, hat er. Das Blau ist ein bisschen dunkler bei ihm und das Rotton ist ein bisschen heller, würde ich sagen, bei ihm. Das ist auch ein Repaint, würde ich mal sagen. Mini-Comic sagt man dazu, aber für mich ist das ein Repaint, finde ich. Ich finde es gut. Ich habe gut gefunden, wenn ich in der Straße rausgebracht mit roten Flügeln und blauem Jetpack. Das wäre gut gewesen wie früher als 80er Jahre, gab es zwei Versionen davon. Das ist, wie gesagt, ein Repaint. Mini-Comic sagt man dazu mittlerweile. Was haben wir noch Schönes? Ist auch wieder. Sorceress, die normale Sorceress und die Temple of Darkness Sorceress aus dem Castle Grayskull Playset. Das ist auch wieder ein Repaint, andere Farben, gleicher Körper, gleiches Zubehör.
aber indirekt wieder so ein Mini-Comic-Variante, kann man sagen, oder ein eigenständiger Charakter. Also ich sage mal einfach gepaint, und das ist von dem Mini-Comic Queen Temple of Darkness. Das ist auch eine sehr schöne Figur. Mir gefällt persönlich die Temple of Darkness Sorceress besser als die normale, weil die ein bisschen so schlichter gehalten ist. Die ein bisschen bunt finde ich die ein bisschen. Aber ich finde beides schön. Was haben wir noch Schönes da? Ah ja, fangen wir hiermit an. Das ist auch wieder kompliziert. Ja. Evelyn. Evelyn und die 2000 Evelyn. Das ist auch ein Repaint, aber die ist Evelyn 2000 nicht so ausgesehen. Die hat so dann den, das ist die Vintage halt. Ich würde sagen, jetzt irgendwie, das ist auch ein eigenständiger Charakter, weil 2000 nicht so ausgesehen hat. Aber wenn die genauso ausgesehen, ich würde sagen, ein Repaint eher, weil die war ein bisschen anders gestaltet gewesen, die 2000X. Die habe ich auch da, und das ist da ein bisschen anders gemacht. Ich würde sagen, es ist ein Repaint, aber genannt 2000X-Variante von Evelyn. Habe ich fast durch jetzt. Einen habe ich noch. Das ist jetzt interessant. Ist das Highlight, würde ich mal sagen. Merman und Lord of Power Merman. Das ist jetzt wiederum kein Repaint. Das ist dann eine Repaint-Variante, weil, wie gesagt, also Farbton ist. Guck mal gerade irgendwie. Der ist ein bisschen minimal dunkler gehalten bei den Lord of Power Merman ein bisschen. Aber der Kopf ist anders, schon Variante. Und die Rüstung ist anders. Kann man ganz gut sehen. Die Rüstung ist anders gehalten. Ganz anders. Genau. Ich guck mal im Vergleich nochmal. Ja, der hätte so Zacken hier rumherum oben. Der hat keine Zacken. Das ist ein Kragen hat er hier. Er hat keinen Kragen. Die Farbe ist anders. Das ist eine Repaint-Variante. Das ist echt kompliziert, Meister. Es gibt noch Man-E-Faces, den habe ich aber nicht, weil er explosiv gewesen ist. Ich finde die Man-E-Faces Mini-Comic-Version grauenhaft. Das sah schrecklich aus. Mir fällt gerade noch ein, ich habe eine Figur vergessen. Die kann ich kurz noch holen. Eine Sekunde, ich lasse mal ein Band laufen. Gleich wieder da. Bin wieder da, hallo. Und zwar habe ich ganz vergessen gehabt bei den Figuren. Trepsho. Trepsho, das war die beste Figur ever, finde ich. Und Trepsho Mini-Comic. Das ist auch ein Repaint, würde ich mal sagen. Also Mini-Comic, sag mal dazu, weil die Farben anders gehalten sind. Der hat graue Zubehörteile, grüne Haut, der hat dunkle Haut und die hat gleiche Hautfarbe wie den Kopf, kann man sagen. Ich finde es irgendwie schade. Ich hätte mir gewünscht, schon so eine coole Version von Trepsho mit dem 2000X-Teil des Repaint, das richtig cool ausgesehen. Die Figur finde ich auch ganz gut. Ich mag beide Figuren. Der ist ein bisschen krass irgendwie, ein bisschen von der Farbe her. Richtig cool gewesen, so ein Grünton gewesen, so wie das Gesicht von Trepsho, so wie beim 2000X. Ich hoffe mal, ich habe euch einen kleinen Überblick gegeben, was Repaints sind bei den Mini-Comics-Versionen und bei Origins, was Mini-Comics sind, was Varianten sind. Es gibt viele mittlerweile davon. Ich finde interessant, dass Mattel zum Beispiel jetzt immer grob gesprochen irgendwie früher so Repaints als eigene Figuren rausgebracht hat. Ich sage jetzt nur Battle Cat Panther ist ein Repaint von Battle Cat oder Streetor und Nightstalker ist auch ein Repaint. Oder ja, halt die ganze Figuren halt, wie gesagt, Faker haben sie ein bisschen geändert, ein bisschen so. Früher schon gab es ein paar Repaints, kann man sagen. Dann sage ich mal schönen Tag noch, bis bald. Ciao.